Der war die erste Firma in Deutschland überhaupt, die sich intensiv mit dem Thema Bodenstabilisierung in Verbindung mit landwirtschaftlichen Traktoren beschäftigt hat. Mittlerweile ist man dadurch weltweit bekannt. Durch den enormen Weitblick der Schwalmtaler Spezialisten auf diesem Gebiet erkannte man schon sehr früh die zukünftigen Probleme und entwickelte Maschinen, um diese auf einfache, wirtschaftliche Art zu lösen. Da es in Zukunft immer mehr kleinere Baustellen geben wird und die Kosten für Bodenaustausch durch enorme Transportkosten immer höher werden sowie immer weniger Deponieraum zur Verfügung steht, wenden sich immer mehr Unternehmer an Steer, um diese Probleme kostengünstig und umweltgerecht zu lösen. Es gibt vier verschiedene Bodenstabilisierungsfräsen von 1,5 bis 2,4 Meter Breite, für Traktoren von 120 bis 600 PS. Alle Fräsen können mit Bindemittelstreuern mit Fassungsvermögen von 1,5 bis 14 Kubikmeter so kombiniert werden, dass ein absolut staubfreies Aufbringen und Einmischen des aggressiven Bindemittels ermöglicht wird.